Die Aktionsgeschwindigkeit hängt im Allgemeinen von der Konzentration der Edukte ab. Das bedeutet, ich kann eine Reaktion beschleunigen, wenn ich ein Edukt im Überschuss zusetze, also überstöchiometrisch fahre. Die Verseifung von Ameisensäureethylester mit Natronlauge geschieht nach zweiter Ordnung. Wie lange dauert es, um bei stöchiometrischer Fahrweise 75% Umsatz zu erhalten? Wie lange dauert es bei überstöchiometrischer Fahrweise, um den gleichen Umsatz zu erhalten? Bei stöchiometrischer Fahrweise sind unsere Anfangskonzentrationen gleich, jeweils 1 Mol pro Liter. 75% Umsatz bedeutet, die Esterkonzentration und die Laugenkonzentration ist auf 25% abgesunken, 0,25 Mol pro Liter jeweils als Endkonzentration. Bei der überstöchiometrischen Fahrweise sind die Anfangskonzentrationen 1 Mol und 2 Mol pro Liter. Nach 75% Umsatz hat zwar die Konzentration des Esters auf ein Viertel abgenommen, die Konzentration der Natronlauge jedoch beträgt jetzt 1,25 Mol pro Liter. Bei der stöchiometrischen Fahrweise haben wir ein einfaches integriertes Geschwindigkeitsgesetz, K mal T ist 1 durch A minus 1 durch A0. Bei überstöchiometrischer Fahrweise sieht das Geschwindigkeitsgesetz etwas komplizierter aus. Kt ist 1 durch B0 minus A0 mal ln B mal A0 durch A mal B0. Wenn wir für stöchiometrische Fahrweise die Zahlen einsetzen, erhalten wir eine Reaktionszeit von 60 Minuten. Wenn wir für überstöchiometrische Fahrweise die Zahlen einsetzen, erhalten wir eine Reaktionszeit von nur noch 18 Minuten.